Schauen wir uns die beiden Sachen an, einzeln. Es wird ja gesagt, wir brauchen Zuwanderung, um unsere demografische Entwicklung zu ändern. Dazu gibt es nun Überlegungen, wie viel brauchen wir eigentlich? Wie viel brauchten wir an Zuwanderung, um wieder eine normale demografische Entwicklung zu haben? Da schwanken die Zahlen ungemein. Viele kennen vielleicht von Ihnen den Hans-Werner Sinn. Professor Sinn, um die vor uns, ne? Mr. Blödsinn. Persönliche Anmerkung, ich frage ihn nicht. Ja, das ist aber nichtsdestotrotz in vieler Hinsicht ein ganz kluges oder ein ganz kluges Institut. Man muss sich nicht mögen. Der hat eine Berechnung angestellt, indem er sagt, wir bräuchten also, um die negative demografische Entwicklung aufzuheben, eine Zuwanderung von 32 Millionen Menschen in den nächsten 20 Jahren. 32 Millionen. Der Herr Sinn hat ein ganz kluges Institut. Nur eigentlich die wirklichen Profis, dazu gehört er nämlich nicht. Er berät eigentlich Wirtschaftsfachleute. Wir haben überall in Deutschland spezielle Profis an bestimmten Orten, die nur für ein Gebiet zuständig sind. Denken Sie an Impfen, die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut Berlin. Für Demografie und Bevölkerungsentwicklung haben wir ein eigenes Institut an der Universität Bielefeld. Das sind die Profis, die sich darum kümmern. Und Leiter war bis kurz vor seiner Emeritierung der Professor Birk. Hat jemand den Professor Birk erlebt auf dem vorletzten Bundesparteitag? Wo war der nochmal? In Bremen. Ja. Der Birk hat ausgerechnet, dass wir im Bereich der nächsten 50 Jahre eine Zuwanderung bräuchten von 181,5 Millionen. Ich zitiere das, was dabei rauskommt. Zuwanderungen aus dem Ausland sind auf Dauer kein Ersatz für Geburten im Inland. Es ist unmöglich, die bisherige Relation zwischen der Bevölkerung im Erwerbsalter und den Älteren durch zusätzliche Einwanderungen junger aufrechtzuerhalten. Die Population Division der UN hat für Deutschland mehrere Szenarien durchgerechnet. Danach wäre für eine konstante Relation der Ruheständler zu den Erwerbspersonen von 2000 bis 2050 eine jährliche Nettozuwanderung von 3,6 Millionen jüngeren Personen erforderlich. Deutschland hätte dann im Jahr 2050 299 Millionen Einwohner. Ja, also diese Variante, Zuwanderung zu holen, um unsere negative demografische Entwicklung aufzulösen, ist horrender Blödsinn, um das ganz klar zu sagen. Ich habe mich da dran gesetzt, ich habe ja noch mehrere dieser Daten und habe versucht, da mal so einen Durchschnittswert zu errechnen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Das ist total schwierig, weil die alle auch unterschiedliche Grundlagen haben. Die Daten sind sehr schwer miteinander zum Vergleich zu machen. Er sagt ja auch hier, dass die bisherige Relation zwischen der Bevölkerung im Erwerbsalter und den Älteren, wenn wir das konstant halten wollen, wir können natürlich den Zuwanderungsbedarf dadurch senken, dass wir diese Relation verschieben. Wenn wir zum Beispiel sagen, Rente ab 75, brauchen wir nicht mehr so viel. Wird das generelle Problem aber auch nur verschleppen. Weil, und da zieht ihr euch gerne den Birk, wie er so schön immer 4-5 Mal in Bremen gesagt hat, wir haben es nicht 5 vor 12, wir haben es längst 5 nach 1. Denn, so seine These, die nicht geborenen Kinder werden selber nicht Mütter werden. Wir haben da bereits Probleme. Das heißt, wir sind dringend gefordert, hier wirklich Maßnahmen zu ergreifen, dass wir aus uns selbst heraus diese Entwicklung ändern. Wir müssen eine anständige Familienpolitik machen. Wir müssen eine anständige Bevölkerungspolitik machen. Dazu gehört unter anderem eine Änderung dessen, was hier als Kindergeld läuft. Wir müssen das transformieren in ein zwar höher dotiertes, aber leistungsgebundenes Kindererziehungsgeld. Allein entsprechend Arbeit. Und wir müssen in den anderen Systemen rangehen und an der Schraube drehen, insbesondere ein System. Wir haben eine gigantische Verführung zur Kinderlosigkeit in unserem Rentensystem. Das ist das Allerdramatischste. Das ist auch im Steuersystem, auch bei den Krankenkassen. Aber das Rentensystem ist komplett darauf ausgelegt. Und
Wir sehen sogar, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen, die eher größere Familien gewohnt sind, ich spreche von den Türken, die mit einer höheren Geburtenrate hierher kommen, dass die sich nach kurzfristig anpassen. Ne? Dass, weil dieses Rentensystem, da ist es so unvernünftig, Kinder zu kriegen bei diesem System. Also da müssen wir angreifen, da müssen wir rein. Es über Zuwanderung unsere Demografie in den Griff zu bringen, ist blanker Unsinn. Ja. Okay. Dann, nee, nehmen wir noch einmal eins zurück, bitte. Das war zu sehen. Einfach zurück. Wollte dabei noch mehr. Ja. Der zweite Grund, der angeblich für einen Zuwanderung brauchen, ist ja der, dass gesagt wird, wir haben einen Fachkräftemangel. Davon wird überall gesprochen. Ich frage mich, wer entscheidet das, dass wir einen Fachkräftemangel haben? In ARD die Ghetto gab es eine Sendung, die gesagt hat, alles dummes Zeug mit dem Fachkräftemangel. Ich hab's bitte? Ich hab's archiviert. Sie kennen die Sendung. Da wurde gesagt, und das sind also hauptsächlich sind das Sachen, dass bestimmte Arbeitgeber glauben, sie können auf die Art und Weise billige Arbeitskräfte kriegen fürs Lohndumping. Interessanterweise das gleiche Argument, das es schon mal so vor 45 Jahren gegeben hat, was heute keiner mehr weiß. Diejenigen, die sich am heftigsten gewehrt hatten im Anfang gegen den Zuzug der Türken, waren Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben am Anfang gesagt, das soll hier nur eingesetzt werden, um hier die Preise zu drücken fürs Lohndumping. Das hat sich dann alles geändert. Also ARD, die Ghetto sagt in Einzelfällen, aber generell nicht. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, wir haben dann einen Zuwanderungsbedarf, wenn wir nicht mindestens 3 Bewerber pro Stelle haben. Der Bund der deutschen Industrie sagt, wir haben einen Zuwanderungsbedarf, wenn wir nicht mindestens 7 Bewerber. Jetzt haben Sie nochmal wieder korrigiert in 5. Also Entschuldigung, haben wir jetzt einen Zuwanderungsbedarf oder haben wir keinen? Also das ist so eine Sache. Das ich darf Ihnen da das etwas mal erläutern mit dem Zuwanderungsbedarf aus meiner eigenen Geschichte. Wie gesagt, ich bin ja auch Arzt und habe also ein Medizinstudium erlebt. Und ich kann, mein Sohn studiert jetzt auch wieder Medizin, und kann Ihnen sagen, wir haben selbstverständlich einen Ärztebedarf. Wir haben einen dramatischen Ärztemangel, vor allen Dingen in den Krankenhäusern. Was dort zum Teil abläuft, wie das hinfrisiert wird, ist es unter aller Sau. Jetzt überlegen wir uns aber, was wir machen. Jetzt wird gesagt, okay, wir locken vor allen Dingen, wir holen uns vor allen Dingen Ärzte aus Rumänien. Und die kommen ja auch, es sind ja ganz viele Leute, die aus Rumänien kommen. Auf diese Art und Weise soll also in dem Fall tatsächlich vorhandene Fachkräftemangel durch Zuzug ausgeglichen werden. Das ist absurd. Das ist genauso absurd. Denn erstens gibt es da große sprachliche Probleme. Rein theoretisch müssen Sie also mindestens ein Sprachverständnis der Sprachtest ist auf dem Niveau von B2 haben. Also das ist ungefähr das, was man braucht, um eine Pizza zu bestellen. Zumeist wird es dann also nicht einmal wirklich abgetestet. Und für jemanden wie mich, der ich also ja, 20 Jahre Professor für Sozialpsychiatrie war und ausgebildeter Psychotherapeut, ist das eine ziemliche Unmöglichkeit, mit Menschen so umzugehen, dass man einfach nur quasi so gerade die äußersten Fakten fragt und nicht das wirkliche Verstehen des Einzelnen, sich nicht wirklich mit Menschen auseinandersetzen kann. Ja. Weil dazu braucht man schon ein bisschen feinere sprachliche Regelung. Von daher finde ich diesen Zuzuggedanken unmöglich. Es gibt aber noch eine zweite Unmöglichkeit daran, die müssen wir uns auch mal wirklich vor Augen haben. Das klingt jetzt sehr komisch, weil ich weiß nicht, wie groß Ihr Herz für Rumänien und Bulgarien so schlägt, aber können wir das wirklich machen? Denen die Ärzte wegnehmen? Also das ist so eine Sache für sich. Das sind Länder, die nun wirklich in einem Zustand sind, der wirklich noch erheblich von unserem weit entfernt ist, von wegen der Anfrage an europäischen Standards,
wollen wir wirklich den Rumänen die erste wegnehmen? Es gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen. Der erste Grund ist ganz einfach. Wir müssen nicht glauben, dass das gut geht. Also wenn wir die Ärzte holen, werden die Kranken folgen. Machen wir uns nichts vor. Also das ist, wir haben jetzt, bei Rumänen haben wir jetzt natürlich auch diese vorauseilenden Zuzug, insbesondere in Dortmund am Norden oder in Duisburg, Maxhausen. Maxloh heißt das. Maxloh. Oh, sorry. Maxloh. okay. Aber das geht nicht. Da werden wir noch mehr Probleme bekommen aus den Ländern, wenn sie dann, wenn wir wissen, sie sind in Temeschwar und sind krank, wir wissen, die nächsten paar Leute sind in Marxlowich. Die werden kommen. Mir ist das auch noch von einer zweiten Sache her sehr, sehr suspekt. Als ich Medizin studierte, dachte ich ja, die Studienplätze werden verteilt. Die zentrale Stelle für die ZVS in Dortmund, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, wurde sie auch, aber gar nicht alle. Was ich irgendwann gar nicht wusste, ist, ein paar Studienplätze sind immer reserviert gewesen für Ministerien. Soll zum Beispiel das Verteidigungsministerium immer ein paar Plätze behalten, um dort seine Stabsärzte auszubilden. Und das Entwicklungshilfeministerium, also die EZ, hat immer ein paar Plätze offen gehalten, um dort Leute auszubilden als Entwicklungshilfe. Das sind also sehr gute Leute, zum Beispiel aus Zentralafrika, sind nach Deutschland gekommen, die konnten hier bei uns Medizin studieren, um sie dann quasi wieder dann zurückgehen und dort damit dort qualifizierte Ärzte sind, die eben aus der Region sind. Das war Entwicklungshilfe. Das heißt, diejenigen, die die Ausbildung machen, sind die Geber bei der Entwicklungshilfe und diejenigen, die die ausgebildeten Leute kriegen, sind die Nehmer der Entwicklungshilfe. Wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir wollen aus Rumänien und Bulgarien die Ärzte haben, erklären wir uns sozusagen zu den Entwicklungsländern, dass zu den Nehmern werden wird. Also das ist eine völlig absurde Situation, die dort existiert. Völlig durchgeknallt. Und was man fragen kann, ist, wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir in diese Zustände geraten sind? Dafür ist nämlich die nächste Folie, die ich jetzt umsetzen. Halten wollte, eigentlich gedacht.